Oh, jetzt kommt aber richtig was runter, ne? Scheiße. Alter. Was geht ab, meine lieben Sportsfreunde, und herzlich willkommen zu einem erneuten YouTube-Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich gerade in Dortmund, um genau zu sagen, in Wellinghofen, und pfeife hier heute ein E-Jugendspiel. Heute mal ganz entspannt und leider mit einem Regenwetter. Ja, das allererste Mal, dass heute mal Regen ist, aber das ist normal, gehört dazu. Aber wir gehen jetzt mal in die Kabine rein und dann werdet ihr alles weitere sehen. Also Kabinencheck etc. Was ist alles? Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Also es gibt heute ein Highlight. Und so haben wir heute hier Plätzchen auf dem Boden liegen. Im Normalfall. Im letzten Spiel gab es sowas nicht. Hier gibt es diese Plätzchen. Mal gucken, ob ich heute in der Strafraum so erkennen kann oder nicht. Findest du die Plätzchen gut? Ja. Die sind super, ne? Mhm. An die Vereine mit Rasenplatz besorgt diese Plätzchen. Nein, ich sag das dir nicht mehr. Heißt das wirklich Plätzchen? Plätzchen, habe ich gesagt. Also das, wie heißt du nochmal? Mathis und? Henrik. Und Henrik. Die beiden sind heute meine Assistenten. Also ihr habt heute leider die Aufgabe, Assistent zu sein. Habt ihr Bock auf heute? Ja. Oh, sie sind sehr motiviert. Wir befinden uns gerade in einem Jugendheim, war das, ne? An einem Jugendheim. Also es ist voll cool. Das ist die Schiri-Kabine hier. Also mehr Platz braucht man nicht. Und hier kommen später alle Leute rein, die einen Hass auf die Schiris haben. Die können sich dann hier hinsetzen. Und ich stelle mich dann vorne in die Tafel hin und mache erstmal so eine richtige Ansage und sage dann, ey, das und das. Habe ich richtig gemacht und dann passt das schon. Alter, der hat so ein schönes Herz gemacht. Ja. Warst du das? Ja, sicher. Ey, nicht schlecht, Alter. Geil, ne? Und warum von Jerome? Ja, guck ihn dir doch an. Ja, Mann, der ist voll traurig. Wir machen es nochmal. Alle nochmal ein Herz in die Kommentare mit Jerome. Wie beim letzten Mal. Wir haben hier vorne auch was geschenkt bekommen. Füll mal da rein. Hier ist eine Birne. Ja. Wie heißt das? Banane. Wie heißt das? Apfel. Das? Cola. Okay. Komm, nimm euch auch was zu trinken. Wir stoßen jetzt an auf das heutige Spiel, okay? Prost. Guck, es ist jetzt mittlerweile so. Amon. Immer wenn ich das aufmache, kommt dieses Geräusch. Heute machen wir wieder First Try. Okay? Einmal beim ersten Mal direkt anschalten. Ah, ich sag, beim ersten Mal funktioniert. Out. Ich bin der Beste. Wir gehen jetzt raus. Ich bin motiviert und nervös, weil es eh jung ist. Wer hat Bock? Ihr sollt schreien. Wer hat Bock? Sehr gut. Ich hab genauso Bock wie ihr, aber nur in Karten verteilen. Wir gehen los, komm! So, jetzt rufe ich ganz laut fair und ich schreie ganz laut play, okay? 1, 2, 3, fair! Also, Kapitäne zu mir. Ready? Torwart? Oh, 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 und Tor. Warum ist der Strafraum so groß bei euch? Mach mal hier ungefähr. Geh mal auf die Grundlinie runter, Mathis. Aufs rote Hütchen. Hoch, hoch, hoch. Tor. Beine. Nummer 10. Nicht die Hand so oben haben, ne? Weiter. Boah, Alter. Junge. Du kannst mehr als ich. Nein. Doch, natürlich, safe. Ich kann nicht pfeifen. Hä? Ich kann nicht pfeifen. Ja, aber ich kann nicht tricksen. Du bist besser in Tricksen. Ich kann gut pfeifen, du kannst gut tricksen. Also ist alles locker so. Weiter geht's. Boah, Alter. Alter. Ja, so ist gut. Warte noch kurz, bis ich anpfeife, okay? Mach die Mauer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was kommt nach 7? 2. Perfekt, super. So stehen bleiben, ne? Ja. Sehr gut. Pass auf. Er schießt. Okay. Warum sorry? Ja, ich kann kein Schlecht. Ist doch nicht schlimm. Wie alt bist du? 10. Ja, mit 10 konnte ich das auch noch nicht. Nein. Handcheck. Weiter geht's. Geh zu mir. Schieß! Tor.
Es regnet. Also ja. Was die mit deren Alter schon hier spielen können, ne? Ist schon geil, ne? Was sagt ihr eure Meinung zum Spiel? War okay. Spannendes Spiel. Meinung zu meiner Leistung? Spannendes Spiel. Ja, sehr gut. Ja? Sehr gut. Wirklich spannendes Spiel. Ja, perfekt, super. Also es geht jetzt weiter, es steht 4 zu 2 und es fängt jetzt richtig an zu regnen. Mach mal ein Interview mit diesen Zuschauern. Sag mal deine Meinung zum Thema Schiedsrichter. Bester Schiedsrichter ever, ich schwöre. Bester Schiedsrichter ever. Bester Schiedsrichter. Ready? Alles klar. Es steht 4 zu 2 übrigens, ne? Gut. Oh! Was? Das hätte nur mir passieren können. Einwurf. Ja, meine ganzen Haare sind kaputt, ne, vom Regen. Jetzt sehe ich nicht mal gut aus. Tor. Jetzt aufpassen. Weiter. Nicht. Einmal Handcheck. Ja, sehr gut, Jürgen, super. Das war ein Gebounce, ne, Mathis? Das war ein Gebounce zwischen den Köpfen. Bam, bam. Pass auf. So. Zur Mittellinie. Ah. So. Digga. Bodenlos, der Regen. Oh, jetzt kommt aber richtig was runter, ne? Scheiße. Alter. Junge, was passiert hier? Scheiße. Ich will das nicht. Ich hab das nicht ausgesucht. Hallo. Letzte Minute. Du bist ein bisschen nass. Ja. Gut Spiel. Sofort, Jungs. Ey, chill. Alter, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich wollte übrigens sagen, du bist ein bisschen nass. Junge, was kam da auf einmal runter aus dem Nichts? Und ich als weiter Frosch, der Wetterfrosch, hab's vorher auch noch gesagt. Da draußen steht gerade eine sehr aggressive Beute von Kindern, die Fotos haben wollen. Ich zieh mich erstmal ganz kurz um und dann seht ihr noch alles weiter. Ich muss jetzt erstmal kurz hier ein bisschen mich trocken reiben. Das sind Dolbachen, das ist vollermaßen. Bitte tut mir einen Gefallen, gut zuhören. Bitte schubst nicht, drängelt nicht, schlagt euch nicht oder sonst was, weil es kommt jeder dran, okay? Jeder kriegt ein Foto, jeder kriegt eine Autogrammkarte. Macht das am besten mal kurz so. Könnt ihr was unterschreiben lassen? Ihr könnt euch auch was unterschreiben lassen. Die drei hier vorne, auf die hört ihr, die lassen immer zwei, drei Leute durch. Wenn ihr fertig seid, geht ihr bitte aber alle wieder raus und dann einmal weg, okay? Damit wir den Überblick haben. Boah, clean! Und wir beide wollten dich fragen, ob wir vielleicht deine Karten haben dürfen. Ja, das Problem ist, ich kann die nicht mehr rausgeben leider. Aber sonst muss ich mal wieder neu holen, wisst ihr? Und dann sind die alle weg. Okay, ey, schade. Das ist auch an alle Zuschauer, ich kann nicht immer die Karten rausgeben. Aber ich kann euch eine Autogrammkarte, wie gesagt, hier geben. Ja, gerne. So, liebe Sportsfreunde, Jerome macht den ganzen Alarm. Der muss ins Bett. Genau, der muss ins Bett. Die Autogrammstunde ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seht schon, ich bin komplett durchnässt. Also wirklich alles ist nass. Vom T-Shirt ganz oben. Alter, ist das schwer. Das ist richtig schwer. Von T-Shirt ganz oben bis nach unten zu meinen Füßen ist alles komplett nass. Nicht nass geschwitzt, sondern nass geregnet. Es kam mal richtig was runter. Insgesamt war das Spiel eigentlich ganz locker. Also ich musste wenig jetzt was machen. Ich weiß, mein Stellungsspiel war heute leider nicht so die oberste Sahne, aber es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr kennt das ganze Prozedere. Daumen nach oben da lassen. Like das? Nee, das ist das gleiche. Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen, was in die Kommentare reinschreiben und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal und wir finden nochmal ganz kurz Tschüss. Ciao, ciao!